So, hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meiner Dwarf Fortress Kurztipps-Reihe, schätze ich mal. Ich wollte gerade sagen, meines Dwarf Fortress Anfängerguides, denn das ist das, was ich ja eigentlich heute aufnehmen wollte. Allerdings kommt heute dann doch kein weiterer Part meines Anfängerguides aus einem sehr, sehr simplen und einfachen Grund. Ich habe mich etwas verplant. Eigentlich wollte ich heute einen neuen Part davon aufnehmen. Und jemand hat auch schon gefragt gehabt unter den Kommentaren von meinem neuesten Kurztipps-Video, wo denn der nächste Anfängerguide-Part bleibt. Das wäre eigentlich das heutige Video gewesen. Allerdings ist mir was dazwischen gekommen, beziehungsweise ich habe einfach vergessen, dass ich heute den halben Tag einfach in der Weltgeschichte unterwegs bin und das Ganze aufzunehmen und zu rendern und hochzuladen. Das dauert immer seine Zeit, ein Weilchen, einfach nur weil das Video lang ist und das Rendern dauert dementsprechend auch automatisch lang und das Hochladen halt auch, weil die Dateien sind alle dementsprechend groß und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben relativ spät heute schon, deswegen werde ich nur ein Kurzvideo aufnehmen. Und zwar dachte ich mir, ja, die von euch, die meine Anfängerguide-Serie schon verfolgen, haben das schon gesehen, das habe ich ja schon erklärt. Aber ich dachte mir, ich nehme dazu auch nochmal, ich werde wahrscheinlich zu diversen Dingen aus meinem Anfängerguide nochmal so ein paar Kurztipps-Videos aufnehmen. Und zwar ist das Thema des heutigen Videos Hühnerfarmen. Und wie baut man Hühnerfarmen, was muss man da beachten? Das ist eigentlich relativ simpel. Es ist im Endeffekt sogar simpler, als man meinen würde, sagen wir es mal so. Aber es ist ein bisschen verwirrend. Also manche Sachen werden vom Spiel ein bisschen verwirrend erklärt. Ich würde euch persönlich vorschlagen, eure Hühnerfarm, wenn ihr denn dann auch eine entsprechend baut. Ich kann euch einfach mal die fertige. Ich zeige euch einfach schon mal die fertige Hühnerfarm. Das ist die fertige Hühnerfarm hier unten. Wie ihr seht, die habe ich quasi direkt neben meiner Küche gebaut. Ich würde euch auch dazu raten, die in der Nähe der Küche zu bauen. Und ja, dann erkläre ich euch gleich, was alles dazu gehört. Man kann damit auch ja, andere Tiere farmen als Hühner. Also Gänse zum Beispiel bestimmt. Also ich habe es bis jetzt nur mit Hühnern selber gemacht. Aber grundsätzlich ist das Ganze quasi identisch. Ja, bin ich mir relativ sicher. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es egal ist, ob es Hühner sind oder, weiß ich nicht, Gänse oder Enten oder welche Flugviecher auch immer, welche Vögel auch immer, ja. Das dürfte normalerweise immer alles gleich funktionieren. Und grundsätzlich. Aber gut, ich würde sagen, ich lege direkt mal los und beginne euch da oder beginne damit euch zu erklären, wie das Ganze hier funktioniert und wieso es funktioniert und so weiter und so fort. Wie gesagt, das Ganze ist eigentlich wirklich echt einfach. Allerdings etwas verwirrend in ein, zwei Aspekten, aber dazu kommen wir dann gleich, würde ich sagen. Genau. Bevor wir loslegen, soll ich euch mit diesem Video hier helfen können, lasst mir natürlich lieben gerne ein Abo da. Das würde nämlich mir auch helfen. Also ja, helft mir lieben gerne, wenn ich euch helfen kann. Das würde mich immer. Also zum einen freut es mich immer, wenn ich euch helfen kann. A, das und B, freut es mich natürlich auch, wenn ihr mir helft. Mit einem kleinen Abo oder auch einem Like oder einem Kommentar. Gerne auch in die Kommentare weitere Rückfragen und so weiter und so fort. Ne? Also, wie in meinen anderen Kurztipps-Videos auch, gerne noch weitere Rückfragen zu diesem Thema oder halt auch Fragen zu anderen Themen, zu denen ich dann vielleicht auch noch Kurztipps-Videos machen soll und aufnehmen soll. Liebt gerne alles in die Kommentare klatschen. Aber ich würde sagen, ich lege direkt einfach mal los und erkläre euch, wie der Hase hier läuft. Genau. Und zwar, ich würde sagen, wir fangen mal am Anfang an, ja. Nämlich, wie kommen wir an Hühner? Das ist erstmal die Grundfrage Nummer 1 natürlich. Da gibt es mehrere Möglichkeiten für, oder was ist Hühner, oder halt generell Vögel, ne? Also Viecher, die wir jetzt hier farmen können, wo wir die Eier abfarmen können. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, 1 ist die simpelste. Und zwar ist das beim Embarken. Also vorm Embark, bevor ihr mit der Festung hier loslegt, könnt ihr ja auf Prepare Carefully klicken. Ich glaube, das, also so hieß es zumindest immer in der Classic-Version. Ich glaube, in der neuen Dwarf Fortress-Version steht da immer noch Prepare Carefully. Ich habe es nicht so oft embarkt bis jetzt in dieser Version hier. Eigentlich nur zweimal. Einmal in meinem Tutorial, in meinem Anfänger-Guide und einmal hier. Aber ich meine, da steht Prepare Carefully und dann könnt ihr halt auswählen, mit welchen Sachen ihr embarken wollt. Und praktischerweise kann man da alle möglichen Tiere mitnehmen, unter anderem auch Hühner. Demnach solltet ihr mindestens einmal eine Henne mindestens und mindestens einen Rooster mitnehmen. Der Rooster ist zwar optional, also der Rooster ist quasi der Hahn und die Henne ist die Henne. Ne? Die Henne ist die Henne. Der Hahn ist aus dem Grund optional, dass man den, glaube ich, nicht braucht, damit die Hühner jetzt hier Eier legen. Allerdings, wenn ihr wollt, dass sich die Tiere fortpflanzen können. Ich habe es nicht getestet, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das, ne, das Spiel ist ja sehr realistisch, Dwarf Fortress. Ich kann euch jetzt nicht garantieren, dass ihr wirklich einen Hahn braucht, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass die Eier wie in echt erst befruchtet werden müssen, damit da, also von einem Hahn, ne? So funktioniert es auch in echt, damit da Babyhühner rausschlüpfen können, also Babyküken. Wenn ihr also quasi wollt, dass dieser Bestand an Vögeln, welche Vögel auch immer ihr habt, ja, egal ob Hähne, Hähne ist auch schon, also egal ob Hühner oder Gänse oder was auch immer, wenn ihr wollt, dass euer Bestand hier fortbesteht, sollt ihr sowohl mindestens ein männliches Exemplar als auch mindestens ein weibliches Exemplar dabei haben. Die weiblichen sind logischerweise die Eier legen, genau wie in echt. Und die männlichen sind primär zum Befruchten der Eier dazu da. Ja, genau. Ich würde euch dazu raten, gleich, also wenn ihr, ne, welche beim Embarken mitnimmt, mehr als nur eins mitzunehmen. Das ist, aber eins reicht auch aus. Ich glaube, die legen direkt mehrere Eier pro. Ich achte da nicht so mega drauf. Die legen einfach die Eier und ich krieg's dann in meine Festung dann als Paletti. Ja? Ich glaube, die legen mehr als ein Ei pro Huhn. Demnach könnt ihr mit einem einzigen Huhn innerhalb von ein paar Jahren also auch hier einen ganz guten Hühnerbestand zusammenzüchten. Das geht grundsätzlich auch. Genau. Die zweite Möglichkeit ist natürlich hier, das Trade Depot.
Da müsst ihr dann halt Glück haben, dass eine Handelskarawane. Deswegen würde ich euch dazu raten, das beim Embark mitzunehmen. Ihr müsst Glück haben, dass beim Embark, ihr müsst Glück haben, dass eine von den Handelskarawanen Hühner, Gänse, was auch immer, dabei hat. Und natürlich am besten dann auch direkt ein Breeding-Pair, beziehungsweise ein Fortpflanzungspaar quasi. Also mindestens ein Männchen und ein Weibchen, ja. Damit ihr da wirklich mehr Tiere von produzieren könnt. Da müsst ihr einfach Glück haben oder ihr sagt dem halt so, ey, hör mal, wir wünschen uns, dass in der nächsten Handelskarawane Hühner geliefert werden. Aber da müsst ihr dann wiederum Glück haben, dass diese Zivilisation überhaupt Hühner hat. Ja? Weil wenn die keine Hühner haben, können die euch keine Hühner bringen, logischerweise. Deswegen, das ist ein bisschen finicky, ein bisschen doof. Ich würde euch dazu raten, einfach beim Embark welche mitzunehmen, aber so geht es natürlich auch. Da muss man halt ein bisschen Glück haben, sag ich mal, also das Glück spielt dabei ein bisschen eine Rolle. Und ansonsten gibt es natürlich noch Möglichkeit Nummer 3, deswegen gehe ich hier gerade schon so in die Wildnis raus. Ihr könnt theoretisch dann versuchen, hier in der freien Wildbahn welche einzufangen, mit Traps einfach am Boden, schätze ich mal. Limitierte Erfolgschancen dabei. Zum einen müsst ihr Glück haben, dass die Tiere auf eure Map kommen und zum anderen müsst ihr dann gucken, dass sie auch noch in die Trap reintreten. Man kann, glaube ich, um den Map-Rand herum einfach so eine Art Ring an Traps bauen, aber das ist ein bisschen cheesy, logischerweise. Und so, und ich würde euch dazu nicht raten, das ist irgendwie, weiß nicht, ich finde es ein bisschen billig, aber das geht natürlich auch und dann könnt ihr da Tiere mit einfangen. Aber am einfachsten ist es, sich die Viecher einfach zu erhandeln oder halt entsprechend am Embark einfach mitzunehmen, direkt beim Aufbrechen quasi. Genau, so kommen wir in die Hühner ran. Wie bauen wir jetzt das hier und warum ist das so, wie es so gebaut, wie es gebaut ist? Also die Größe des Raums ist erstmal relativ wurscht. Ich würde ihn größer als 1x1 bauen, logischerweise. Und ich würde an eurer Stelle auch eine Tür nutzen. Ich würde sagen, ich baue mir jetzt einfach mal noch eine zweite. Ich werde das jetzt hier nicht speichern, übrigens. Nicht wundern, warum ich mir jetzt hier bei einer Festung, die schon eine Hühnerfarm hat, noch eine zweite baue. Das ist zu Demonstrationszwecken. Ich würde sagen, wir bauen den Raum mal sogar ein bisschen größer als den anderen. Wir bauen ihn mal 1, 2, 3, dann 1 und nochmal 3. Also 1, 2, 3, 1 und dann 1, 2, 3. So, wir bauen ihn mal schön symmetrisch und so groß. Das wird jetzt hier unsere zweite Hühnerfarm. Wie bereits gesagt, ich würde euch dazu raten, eure Hühnerfarm in die Nähe von eurer Foodstockpile, beziehungsweise von eurer Küche und Foodstockpile, in der Regel ist das bei mir quasi ein und dasselbe. Ich würde euch dazu raten, das Ganze hier in die Nähe zu bauen, einfach nur damit eure Zwerge hier schnell reingehen können, die Eier grapschen können, ne? So, zack, Eier grapschen und wieder rüber zurück in die Küche und die direkt verkochen können oder zumindest einfach stockpilen oder was auch immer. So, wir buddeln jetzt hier schön den Raum. Und in der Zeit, in der hier der Raum gebuddelt wird, darf ich euch verraten, dass ihr am besten eine Tür einbaut bei diesem Raum. Die Tür ist hierbei tatsächlich nicht nur ästhetisch oder was auch immer, aus welchem Grund auch immer da. Die hat zweierlei Gründe. Also die müsst ihr natürlich erst herstellen. Ich nehme jetzt mal die Limestone-Tür hier. Welche Tür ist relativ wurscht. Türen könnt ihr übrigens, für die von euch, die nicht wissen, wie man Türen herstellt, ihr klickt einfach auf einen Stoneworkers-Workshop, den ihr vorher gebaut habt. Geht dann auf Add New Task und dann geht ihr auf Make Rock Door oder halt auch im Carpenters Workshop geht ihr auf Add New Task und macht dann hier eine Wooden Door oder ihr macht eine aus Stahl oder was auch immer und einen Workshop wiederum, um hier einen ganz kurzen kleinen Crashkurs anzubauen, hier in der Mitte, weil das schon irgendwo noch so ein bisschen so ein Anfängerthema ist, würde ich sagen, so Nahrungsproduktion. Hier unten in der Mitte ist dieser Knopf mit diesen drei Steinchen und diesem Hammer hier, da klickt ihr drauf, Hotkey B und dann geht ihr auf Workshops und dann habt ihr die Workshops und könnt ihr die Workshops bauen, unter Doors sind logischerweise die Türen und so weiter und so fort. Und über die Workshop selber könnt ihr dann, nachdem ihr die gebaut habt, entsprechend diese Türen zum Beispiel konstruieren. Ich wollte es an der Stelle mal einwerfen. Ich bin mir sicher, die meisten von euch wissen schon, wie das geht. Aber ich dachte mir, da Nahrungsmittelproduktion schon noch irgendwo ein Anfängerthema ist, könnte man das hier an der Stelle einmal kurz einfließen lassen. So, wie kommen wir jetzt an die Eier ran? Ja, also die Hühner legen die Eier nicht auf den Boden. Also glaube ich. Ich glaube, da legen die gar keine Eier. Die Eier werden, soweit ich weiß, nur in Nestboxen reingelegt. Wie kommen wir in Nestboxen, möchte ich euch fragen. Jawohl, das ist eine gute Frage und die darf ich euch jetzt beantworten. Wieder das Baumenü hier unten. Hotkey B. Zack. Workshops tatsächlich. Also die Nestboxen sind unter Workshops. Frag mich nicht warum. Ist ein bisschen komisch. Weil im Endeffekt ist es kein wirklicher Workshop in dem eigentlichen Sinne, finde ich persönlich. Aber gut, okay. Es hat ein Produktionsgebäude. Ich meine, es gibt hier keine Produktionsgebäude. I guess, es macht irgendwo Sinn, dass Workshops ist schon so am ehesten die richtige Kategorie. Wie auch immer. Workshops. Und dann gehen wir auf Farming. Und unter Farming haben wir hier einmal die wunderschöne Nestbox, wie ihr seht. Wie ihr seht, steht da: When placed, a female bird, also Bird, jeder Vogel. Will claim the box and start laying eggs if one is available. So, da klicken wir jetzt drauf. Und wie ihr seht, steht jetzt, wenn ich irgendwo hinklicke, Needs Nest Box, make it workshop first. Wie ihr seht, das ist also ein Level 2 Gebäude, in Anführungszeichen. Das ist also kein einfaches Gebäude, das wir einfach aus Limestone bauen können, zum Beispiel, oder aus welchem Stein auch immer, hier aus, was weiß ich, Limonit oder, schlag mich tot, Gypsum, aus Kaolinit. Sondern, das ist quasi ein Level 2 Gebäude. Wir müssen das Gebäude erst in einem Workshop bauen. Lass dich nicht stören von den ganzen anderen Sachen, die in dieser Festung so abgehen. Das ist meine Off-Camera-Festung eigentlich. Da passieren viele andere lustige Dinge auch schon. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, wo man das macht. Das muss ich gerade einmal kurz selber rausfinden. Eventuell hier. Aus Rock. Make Rock Hive. Genau. Ja, im Craftsdwarf Workshop ist das. Ja, wie ihr seht. Da können wir hier zum Beispiel eine Rock-Nestbox machen. Wir können auch eine aus Holz machen. Wooden-Nestbox. Wir können auch eine aus Bone herstellen. Glaube ich eventuell. Ne, aus Bone kann man keine herstellen. Okay. Oder Shell wahrscheinlich auch nicht. Ne.
Aber aus Holz und Stein kann man welche herstellen. Und ich vermute auch mal, dass man welche aus Metall herstellen kann. Ich kann es mal kurz nachgucken hier unten. Schauen wir mal kurz. Was ist das? Furniture wahrscheinlich. Iron. Make Iron. Hedge Cover. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Oder ist es vielleicht Other Objects? Ich gucke mal kurz nach. Ich weiß nicht genau. Ja, Forge Iron Nestbox. Also auch aus Metall kann man Nestboxen herstellen. Am einfachsten ist das Ganze aber, ist es aber das Ganze aus Holz oder Stein herzustellen. Da ich chronische Holzknappheit habe in dieser Festung, werde ich das Ganze wahrscheinlich einfach aus Stein herstellen. Make Rock Nestbox. So, wunderbar. Und dann bitte einmal Priorität hoch. Ausrufezeichen bitte. Die Rock Nestbox als erstes herstellen. Ich werde jetzt nur eine herstellen, würde ich sagen, einfach nur, weil es schneller geht. Ja, komm, wir stellen mal mehrere her. Warum nicht? Ich mache das hier mal Infinite, damit die hier einfach schön konstant Nestboxen herstellen. Ich werde wie gesagt, jetzt gleich nicht speichern, deswegen ist es nicht schlimm. An eurer Stelle würde ich euch dazu raten, einfach hier unten links, Open the Work Orders Menu, da ganz links irgendwo, Hotkey O, da klicken wir einmal drauf. Und dann gehen wir hier oben rechts, lasst euch nicht stören von dieser riesigen Liste, die ich hier schon habe. Klicken wir hier oben rechts einfach einmal auf dieses hier, auf dieses Icon da oben mit dem Plus, mit dem Häkchen und dem Plus da oben. Das Clipboard-Icon da. Und dann gebt ihr hier oben einfach ein Holz oder Stein, müsst ihr euch halt vorher aussuchen, zum Beispiel Rock Nestbox oder Wooden Nestbox. Und dann steht hier Make Rock Nestbox. Da klickt ihr drauf, dann müsst ihr einmal als unterste Ende eurer Liste scrollen, da erscheint nämlich das neue Order. Bei euch sind da wahrscheinlich nicht so viele, bei mir sind da schon alle möglichen. Solange ihr also ein Manager-Zwerg habt, kann der vollautomatisch hier dann zum Beispiel 10, 9, 8, wie viel auch immer ihr haben wollt, sagen wir mal 2 Nestboxen hier. Oder ja, 5 Nestboxen. Wie auch immer, ich hab das jetzt als unendlich eingestellt bei mir gerade im Workshop selber. Aber ja, da werden dann jetzt hier 5 Nestboxen hergestellt und dann ist das Order gegessen und verschwindet hier wieder aus der Liste. Theoretisch gesehen. Das werde ich jetzt nicht machen, ich habe es gelöscht. Ich lasse die jetzt einfach unendlich viele herstellen. Wie gesagt, ist mir gerade relativ wurscht. Ist nur zu Demonstrationszwecken. Deswegen. So kommen wir in diese Nestboxen ran. Die werden dann jetzt gleich hergestellt im Craft Dwarf Workshop. Ich glaube, der stellt jetzt erst noch irgendwas anderes her eventuell. Oder arbeitet jetzt schon in der Nestbox hier, ich weiß nicht genau. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Doch, da ist schon die erste Claystone Nestbox, wunderbar. So, die können wir jetzt einfach einbauen, wie bereits gesagt, Workshop, Farming und dann Nestbox. Und die stellen wir zum Beispiel hier hin. Ja, okay, die wurde noch nicht von meinem Manager registriert, dass die gebaut wurde, glaube ich. Die muss eventuell erst in der Stockpile ankommen. Ist gar kein Problem. Farming, Nestbox, also klicke ich einmal kurz hier auf dieses Häkchen hier, Keep Building After Placement, damit ich weiterbauen kann, nachdem ich die erste Nestbox gebaut habe. Wir haben zwar aktuell erst eine, aber trotzdem grundsätzlich, dass ich es gleich machen kann. So, die wird jetzt gleich hier eingebaut, die erste Nestbox. Und jetzt möchte ich natürlich fragen, wie viele Nestboxen brauche ich? Ich glaube, man braucht theoretisch gesehen für jede Henne eine Nestbox. Theoretisch gesehen. Praktisch gesehen bin ich mir da A, nicht sicher. Und B, darf ich euch verraten, dass ihr, glaube ich, so oder so mehr als genug Eier produzieren werdet. Also auch wenn nicht jede Henne hier Eier produziert. Ihr seht, ich habe hier 1, 2, ich glaube, ich habe hier nur 4 Nestboxen in meiner aktuellen Farm. Unmengen an Hennen und Roostern und whatever. Und ja, also mit 4 Nestboxen komme ich aus. Also ich habe aber auch genug andere. Wie ihr seht, mein Nahrungsstockpile ist voll. Ja. Also ich habe genug andere Essensquellen. Das ist halt das Ding. Das ist halt eine weitere Essensquelle von vielen anderen. Ich würde euch Farming halt nach wie vor als Hauptessensquelle empfehlen halt. Aber gut, so. Hier sollte es nicht um Farming gehen, sondern um die Hühnerfarm natürlich. Wie ihr seht, wir haben jetzt hier die erste Nestbox hingebaut. Die zweite wird wahrscheinlich gerade hergestellt. Eventuell. Das hat bitte hohe Priorität. So. Die Rock Nestbox, vielen Dank. So. Genau, also stellt euch einfach vor, dass ich jetzt hier mehrere Nestboxen hingebaut habe. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, ihr braucht nicht so viele. Also ich habe jetzt hier in dieser Festung 143 Zwerge. Ich habe hier nur 4 Nestboxen und ich habe wahrscheinlich trotzdem... Wir können mal kurz nach Egg suchen, warum nicht? Stocks, Egg. Ich glaube, ich habe aktuell gar keine Eier. Es kann sein, dass die einfach schon alle verkocht sind. Wahrscheinlich sind die einfach schon alle instant verkocht worden. Also meiner Meinung nach braucht man nicht so mega viele Nestboxen. Okay. Gut, so, jetzt habt ihr hier euren Raum und eure Nestboxen. Was macht ihr jetzt damit? Mögt ihr euch jetzt fragen? Ja, das ist ganz einfach. Hotkey Z, dieser grüne Button hier, auch unten, mittig unten am Bildschirmrand halt. Place Zones to establish meeting areas, pastures and more. Hotkey Z, dieser grüne Button mit dem Zwergenkopf hier drin. Da klickt ihr einfach mal drauf. Und dann designieren wir hier eine neue Zone, und zwar eine Pen/Pasture-Zone. Hier dieses Icon mit dem Pferd, vermute ich mal, soll das sein. Mit dem Pferd drin. Da klickt ihr einfach mal drauf. Ich würde euch dazu raten, sonst geht man oft ganz gerne mal hin, dass man auch die Wände hier mit in den Raum reinnimmt. Das würde ich euch hierbei, glaube ich, nicht raten. Ihr wollt wirklich nur das Innere von dem Raum hier haben. Die sollen nämlich nicht in die Tür reingehen, die Tiere. Dazu kommen wir aber gleich. Die designiert jetzt einfach in den Raum rein. Zieht einfach wie eine Stockpile zum Beispiel auch. Klickt auf Accept. Und jetzt haben wir hier eine Unnamed Pen Pasture. Die könnt ihr umbenennen in, weiß ich nicht, Chicken Farm zum Beispiel. So, zack. Und jetzt gehen wir hin und sagen, hier über diesen Knopf hier, über diesen Knopf mit dem Häschen mit dem Plus, da gehen wir drauf und sagen, ich habe jetzt hier Unmengen an Tieren.
hauptsächlich Hunde und auch ein paar andere Tiere. Und so. Alternative Tiere, auch bekannt als Goblins. Bestimmt keine Kriegsgefangenen oder so. Nein, nein. ja, aber die ignorieren wir mal alle. Wir wollen natürlich nur unsere Hennen und unsere Rooster haben. Ihr sucht also dann die Hennen und Rooster, die ihr vorher natürlich gekauft habt. Eventuell sind die auch noch in Käfigen, aber es macht nichts. Wenn die in Käfigen sind, werden die, glaube ich, automatisch uncaged und aus dem Käfig entlassen quasi. Wenn ihr die jetzt hier anklickt. Ich klicke die einfach hier an der Liste. Ich würde euch dazu raten, hierbei pausiert zu sein, denn wenn ihr jetzt außerdem zum Beispiel so einen Goblin hier anklickt, der im Käfig ist, wird der, glaube ich, auch instantly quasi freigelassen vom nächsten Zwerg, der den dann hier hinführen will. Das ist ein Malheur, das sollte man versuchen zu vermeiden, logischerweise. Ja, wir klicken jetzt unsere ganzen Hennen und Rooster hier an. Die sollen bitte alle in diese, also das, was ich gerade mache hier, dieses, ne, click a creature to assign, wir assignen quasi diese Tiere gerade. Und dieses Icon ist übrigens hier, weil die schon zu einer anderen, da steht da oben, über mir quasi, oben rechts in der Ecke. The creature is assigned to pasture, also die sind gerade quasi in meiner anderen Farm assigned. Die können auch nur zu einer Farm, beziehungsweise zu einer Pen-Pasture-Zone assigned sein, das heißt, wenn ich jetzt hier assigne, werden die oben gleich nicht mehr assigned sein. Also in der anderen, ne, das andere Ding wird gleich quasi leer sein. Es sei denn, ich habe jetzt hier noch irgendwo anders, da habe ich noch eine einzelne Hände, die jetzt sich irgendwie hier oben auf die Liste verirrt hat. Eventuell habe ich unten noch ein paar mehr, die haben wir nur Babyhunde. Wie auch immer. Ne, hier haben wir noch ein paar, seht ihr? Ja, wenn ich jetzt hier nicht alle anklicke, sind da oben natürlich noch ein paar, aber ansonsten sollte ich jetzt hier gerade wirklich alle angeklickt haben, dann landen die gleich quasi alle zusammen in dieser Zone hier unten und werden von unseren Zwergen gleich hier hingeschickt. Genau. So. Und dann werde ich euch gleich noch was anderes erklären, wenn hier die ersten Hühner da sind. Könnt ihr mal kurz gucken, wie ihr seht, werden jetzt die ersten. Da, wie ihr seht, werden jetzt die ersten Hühner hier, das ist ein bisschen chaotisch hier gerade, aber ihr seht eventuell hier zwischendurch, wie die einzelnen, seht ihr, wie die ganzen Hühner jetzt hier gerade alle rausgezerrt werden quasi, jetzt kommen die alle hier rüber und das erste Huhn ist schon eingetroffen, der erste Hahn und die erste Henne auch und so weiter und so fort. Die werden jetzt alle quasi in diesen Raum hier reingeschleppt von unseren Zwergen. Wo auch immer die vorher waren, bei euch sind die dann vielleicht irgendwo in der Taverne oder sowas gewesen hier, also hier, wo auch immer, in irgendeiner Meeting Zone, Meeting Area, wenn ihr noch keine Pen-Pasture-Zone für die vorher gehabt habt. Pro-Tipp. Hühner sind übrigens keine grasenden Tiere, das heißt, ihr könnt die in aller Ruhe hier in dieser Höhle hier für immer aufbewahren. Die müssen nicht grasen, die müssen kein Gras essen. Die werden hier also nicht verhungern. Gut, so, jetzt wo die ersten Hühner hier drin sind, ja, erkläre ich euch Folgendes. Wenn ich jetzt auf die Nestbox draufklicke, oh, tatsächlich steht direkt Nestbox claimed by Stray Turkey Hen, Team. Okay, dann nehmen wir mal eine von den Nestboxen hier stattdessen. Eventuell war es ein Bug, okay. Ich wollte euch gerade sagen, lasst euch nicht stören davon, wenn da steht Nestbox unclaimed. Ja? Also bei mir stand die ganze Zeit über immer irgendwas von wegen Nestbox unclaimed. Das war eventuell ein Bug am Anfang von der Steam-Version. Vielleicht haben sie es einfach gefixt. Aber ihr lasst euch davon nicht stören, wenn da steht, dass die Nestbox nicht geclaimed ist. Sollte es da bei euch stehen. Solange eure Hühner in diesem Raum sind, die Nestbox in dem Raum steht und die Zone quasi auch über die Nestbox hier rüber geht, die Pen-Pasture-Zone hier, ist es gar kein Problem. Früher oder später werden die diese Nestbox von alleine quasi claimen und werden dann da anfangen, ja, Eier reinzulegen quasi. Ja, und so funktioniert das. So einfach ist das quasi. Und eure Zwerge werden dann normalerweise automatisch, immer wenn hier Eier reingelegt werden, hier reinmarschieren, werden sich die Eier grapschen aus der Nestbox und werden sie direkt verkochen. Genau. So, und anscheinend, wenn ich das gerade richtig sehe, es klingt ein bisschen so, als wäre hier eine Nestbox jeweils immer für genau ein Huhn. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich wirklich genauso viele Nestboxen wie Hühner brauchen, wenn ihr wirklich optimal spielen wollt quasi. Wenn ihr so wie ich seid und euch das nicht so mega wichtig ist, dann habt einfach nur ein paar Nestboxen. Das reicht mir natürlich auch aus, wie ihr hier seht. Also diese Festung geht wunderbar. Dann wiederum ist das, wie gesagt, nicht die einzige Nahrungsquelle in dieser Festung. Und ich würde euch auch davon abraten, wirklich nur eine Nahrungsquelle zu haben. Ich würde an eurer Stelle das schön diversifizieren. Das ist, wie gesagt, nur eine weitere von vielen Nahrungsquellen in diesem Spiel. Genau. So, aber es gibt noch eine Sache, die ich gerne in diesem Video ansprechen würde. Und zwar ist das folgende. Nämlich, abgesehen von den Nestboxen und den Hühnern und der Zone und so weiter und so fort, das habe ich jetzt hier alles erklärt. Das ist alles ganz einfach. Also das ist wirklich alles. Ja? Also viel mehr muss man nicht wissen, damit man hier jetzt Eier farmen kann. Die Tür ist übrigens praktisch, damit Hühner hier nicht aus dieser Zone rauslaufen. Weil wenn ich jetzt hier nur eine imaginäre Begrenzung der Zone habe, kann schon passieren, dass ein Tier jetzt hier rausläuft. Und dann haben wir den Salat und ein Zwerg geht dann hin und ärgert sich, dass das Tier rauskommt. Also ich glaube, der kriegt dadurch keinen Bad Mood oder sowas, also keinen schlechten Gedanken. Der wird dadurch nicht traurig, aber ne, die ärgern sich quasi, die müssen mehr arbeiten. Also sie ärgern sich nicht, aber ne, sie müssen dann mehr arbeiten und müssen dann das Huhn einsammeln und müssen sie wieder reinschleppen. Eventuell ärgern sich auch doch, ich weiß nicht genau. Die müssen das Huhn einschnappen und wieder hier reinschleppen in die Zone. Und wenn sie Pech haben, gehen sie gerade weg und das Huhn läuft wieder raus und so weiter und so fort. Ja, also vielleicht ärgern sie sich auch doch. Also ich persönlich würde mich ärgern, wenn ich ein Zwerg wäre und laufend irgend so ein dämliches Huhn in die Zone schleppen müsste. Und ich glaube, die Tür stoppt sie davon, das zu tun. Ich beobachte das nicht mega aktiv, aber mir ist bis jetzt, immer wenn ich hier an meiner Farm vorbeigeguckt habe, ist mir eigentlich
nicht aufgefallen, dass hier ein Huhn rausmarschiert ist oder sowas von alleine. Als hier keine Tür drin war, ist das schon mal passiert. Aber diese Tür hat auch noch eine andere wichtige Funktion, und dazu kommen wir jetzt. Wir sollten vielleicht warten, bevor das Zwergenkind hier raus ist und die ganzen Zwergenkinder hier, die einfach alle mit den Hühnern gerade am Spielen sind, anscheinend. Play make believe, ja, also die spielen gerade mit den Hühnern anscheinend. Ja, wie ihr seht, hier ist gerade ein Huhn ausgewüchst, als die Tür offen war. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder reingebracht. Normalerweise. Von einem Zwerg, genau. Zack. Und da ist die Tür wieder offen. Okay, ich weiß nicht, warum die das gerade hier alle ausbüchsen. Das ist genau das, was ich meine. Ja, also immer wenn die Tür offen ist, besteht die Chance, dass ein Huhn ausbüchst, schätze ich mal. Wie auch immer. So. Wir tun es auch so, als wären hier keine Zwerge drin. Ja? Also ihr müsst darauf aufpassen, dass ihr das nicht macht, wenn hier noch Zwerge drin sind. Aber ich werde euch jetzt eine wertvolle Lektion beibringen. Nämlich, wie kriege ich jetzt mehr Hühner? Ja? Wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, es reicht theoretisch gesehen normalerweise aus, ein männliches und ein weibliches Huhn zu haben. Wie kriege ich jetzt mehr Hühner? Das ist ganz einfach. Und das ist, wie gesagt, das ist der wichtigste Schritt, bevor ihr das macht, ist, ihr müsst aufpassen, dass hier keine Zwerge drin sind. Denn die Zwerge, die jetzt hier drin sind, wenn ihr das macht, sterben sonst. Okay? Wir tun so, als wären bei mir keine Zwerge drin. Also, ne? Weil ich möchte es einmal demonstrieren, das mal. Also wir tun so, als wären die jetzt hier nicht drin. Was ihr machen solltet, ist natürlich gucken, schön hier, ob hier, weil hier stehen teilweise, wie ihr seht, zum Beispiel, hier steht ein Huhn, aber hier stehen noch mehrere Zwerge auf der Teil. Und die blinken dann zwischendurch, wenn ihr Pech habt, ihr guckt schnell durch, guckt schnell drüber und seht hier überall nur Hühner stehen und nirgendwo Zwerge und die verstecken sich dann unter den Hühnern hier quasi. Also gut aufpassen, dass hier keine Zwerge drin sind und wenn ihr dann noch wirklich keine Zwerge drin habt, hätten die gekämpft. Der Jackbulle ist am Kämpfen, okay, keine Ahnung. Egal, wir ignorieren es mal. Wie auch immer. Ihr guckt, dass hier keine Zwerge sich unter den Hühnern verstecken und wenn ihr sicher seid, dass hier keine Zwerge drin seid, macht ihr folgendes. Ihr klickt auf die Tür, ne? Also hier auf diese Tür, klicken wir jetzt drauf und wie ihr seht, steht da Passable. Wenn wir jetzt hier auf dieses Schloss-Icon klicken, ist hier so eine Barrikade vor der Tür. Ne? So ein Block vor der Tür. So ein Holzblock. Holzblock, Holzflock, wie auch immer. Die Tür ist barrikadiert, da darf keiner durch. Und das gilt für Zwerge und auch für Tiere. Und Haustiere und so weiter und so fort. So. Warum wir das machen wollen, ist tatsächlich allerdings nicht wegen den Tieren. Wir wollen nicht, dass die Tiere drin bleiben. Die bleiben ja automatisch hier drin, in der Regel. Bis auf die Schabernack-Tiere hier, wie diese Turkey-Hen hier, die hier gerade rausmarschiert ist. Anscheinend disgusted ist, nachdem sie irgendwie irgendwo Miasma in meiner Festung gerochen hat. Okay. Wahrscheinlich ist irgendwas in der Küche vergammelt oder sowas. Gut. Das ist nicht dafür gut, sondern das ist tatsächlich dafür gut, dass unsere Zwerge hier nicht reinmarschieren. Denn wie ich ja gesagt habe, die männlichen Hühner oder männlichen Vögel sollen die Eier befruchten. Ja? Und wenn unsere Zwerge hier, ne, die Eier sind gerade frisch gelegt, sind gerade frisch aus dem Huhn rausgekommen und irgend so ein Jurist Mac Hühnerfan, ja, marschiert in eure Hühnerfarm rein, denkt sich so, oh Junge, Eier, lecker. Marschiert da rein, grapscht die Eier, geht raus und die Eier sind weg, ja. Das könnt ihr natürlich vermeiden, indem ihr jetzt hier einfach den Riegel davor schiebt, vor die Tür. Schiebt den Riegel davor. Wie gesagt, darauf achten, dass kein Zwerg drin ist, sonst verhungern die Zwerge, weil hier drin gibt es nichts zu essen für die, außer die Eier vielleicht, aber... Ja, und sie müssen auch was trinken. Und zu trinken gibt es hier definitiv nichts drin, zumindest in dieser Farm jetzt nicht. Wenn es irgendwie Fluss hier, keine Ahnung, daneben wäre oder irgendwie so ein kleines Wasserloch, dann vielleicht schon, aber... Achtet einfach darauf, dass keine Zwerge drin sind, ja? Also TLDR, einfach darauf achten, dass ihr keine Zwerge einsperrt. Dann sperrt ihr das hier zu. Kein Zwerg kann rein, kein Zwerg kann raus, deswegen darauf achten, dass keiner drin ist. Und kein Zwerg kann die Eier rausgrapschen gehen. Und die Hühner legen, glaube ich, immer am ersten Tag. Es funktioniert so, am ersten Tag des Saisonwechsels, also sprich Winter, Herbst, Sommer und Winter, Sommer, Herbst, Frühling. Vielen Dank, vielen Dank. Das wusste ich natürlich. Ich wollte euch natürlich nur testen. Ich wollte natürlich nur testen, ob ihr das auch wisst. Das ist mir gerade überhaupt nicht entfallen. Ja, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, whatever. Jede Season, immer wenn da steht, it is now winter, it is now summer, it is now spring, was auch immer. Immer wenn das da steht, wenn diese Meldung da kommt, marschieren eure weiblichen Hühner zu der Nestbox und legen frische Eier. So, und am besten kurz davor, ne, damit könnt ihr es steuern, geht ihr hin und sperrt es hier ab, macht hier zu und lasst es einfach zu. Das kann dann auch sein, dass es mehrere Saisons dauert. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, bis die Eier schlüpfen. Ich glaube, es dauert aber nicht bis zum Sommer, es dauert immer so irgendwie ein paar Wochen oder sowas. Dann schlüpfen die Eier irgendwann. Weil, ne, kein Zwerg kann sie grapschen und kochen. Dann können die Eier schlüpfen, dann kriegt ihr ein paar Chicks, so heißen zumindest die Nachkommen von den Hühnern. Und nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren werden dann Chicks wiederum zu ausgewachsenen Hühnern und schon habt ihr mehr Hühner. So einfach ist das. Und das wäre dann, glaube ich, auch schon alles zum Thema Hühnerfarmen. Das wäre alles zum Thema Hühnerfarmen, würde ich sagen. Wie gesagt, also ich habe jetzt hier nur eine Nestbox gebaut, weil die anderen, glaube ich, noch nicht fertig sind. Vielleicht haben wir jetzt noch ein paar mehr, dann kann ich jetzt noch hier nachrüsten, theoretisch gesehen. Wir gucken mal kurz, warum nicht. Haben wir noch Nestboxen, jetzt die hier fertig sind? Nee, no access. Achso, ja gut, weil ich hier die Tür zugemacht habe, machen wir kurz wieder auf. So, Farming. Wo sind wir hier? Nestbox, genau da. Ja, so, dann bauen wir jetzt hier noch zwei Nestboxen rein. Wie gesagt, ich. Ne, also, das redet ihr dann, glaube ich, selber hin. Ich habe euch gezeigt, wo man die baut, in welchem Menü. Einfach dann hier jede Menge Nestboxen hinstellen. Wenn ihr irgendwie 10 Hennen habt,
dann baut ihr dementsprechend 10 Nestboxen für jede Henne. Eine oder halt ihr baut wie ich nur 4 Stück, weil ihr braucht eigentlich eh nicht so viele Eier. Whatever. Hennen kann man natürlich auch einfach schlachten fürs Fleisch dann später und Rooster auch. Logischerweise, die könnt ihr auch einfach wegschlachten dann später. Also die müssen nicht unbedingt Eier legen, um nützlich zu sein. Die können auch nützlich sein, indem ihr dann später einfach das Fleisch von denen gewinnt quasi und das Fett und die Federn und die. Also ihr könnt das ja alles verwenden. Ihr seid ja tüftige, findige Zwerge in eurer Festung und könnt oder eure tüftigen, findigen Zwerge können das alles weiterverwenden oder das meiste davon. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man Federn auch verwenden kann für irgendwas. Aber die Knochen kann man weiterverwenden, das Fett, das Fleisch und so weiter und so fort. Aber gut. Ja, das wär's für die heutige Folge, würde ich sagen. Wie gesagt, eine etwas kürzere Folge heute, ein etwas kürzeres Kurztipps-Video tatsächlich mal. Selbst meine Kurztipps-Videos sind immer relativ lang. Auch dieses Video ist schon wieder 25 Minuten lang, was mir ehrlich gesagt nicht gefällt, weil ich muss es gleich noch alles rendern und hochladen. Das wird wieder ein All-Nighter, liebe Freunde. Ich sag's euch. ja. Gut, ich würde was sagen. Das wär's von mir fürs heutige Video. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt für die von euch, die das in meinem Anfängerguide noch nicht gesehen haben. Die, die es gesehen haben, haben vielleicht trotzdem noch irgendwas dazugelernt, weil ich dir jetzt vielleicht gerade irgendwas gesagt habe, was ich in meinem Anfängerguide nicht gesagt habe. Ich bin mir da gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich habe das alles in meinem Anfängerguide habe ich eigentlich alles relativ ausführlich erklärt. Soweit ich weiß zumindest. Ja, für die von euch übrigens, die jetzt hier gerade noch dabei sind und sich gerade denken, hör mal, dein Anfängerguide hört sich voll cool an. Mir gefällt das total, wenn Leute nicht nur einen Aspekt des Spiels erklären, sondern wirklich so alles sehr umfangreich, weil da erkläre ich wirklich alles und auch sehr umfangreich und anfängerfreundlich, möglicherweise ein Anfängerguide. Ist halt eine Anfängerserie, wie man eine Festung von Grund auf aufbaut und wie man sie groß, stark und prächtig macht, wie diese Festung hier zum Beispiel. Die hat jetzt irgendwie, wie viel hat sie? 1,3 oder 1,4 Millionen Wealth oder sowas. Ja. Dann schaut lieben gerne bei meiner Anfängerguide-Serie vorbei. Die Playlist verlinke ich dann jetzt gerade hier oben rechts in der Ecke wahrscheinlich. Über mir irgendwo. Also es sei denn, ich vergesse es. Ich habe aber gerade extra auf die Uhr geguckt. 26 Minuten und ungefähr 50 Sekunden. Da muss ich das Ganze verlinken. Ich hoffe, ich denke da in Post dran. Das später dann auf YouTube da die Annotation einzufügen. Aber gut, das wäre ansonsten einfach auf meinem Kanal vorbeigucken. Ihr werdet die Playlist schon finden. Ja, also die ist. Die sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Gut, aber ich würde sagen, das wäre es von mir für mein heutiges Video. Von meinem heutigen Video. Für mein heutiges kurzes Video. Ich kann nicht sprechen. Das wär's von mir für heute. Ich wünsche einen schönen Resttag. Macht noch was Schönes in Dwarf Fortress oder auch im echten Leben. Ich weiß nicht. Habt einen schönen Resttag. Habt eine schöne Zeit. Eine schöne Festung. Und so. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Lasst mir lieben gerne ein Abo zum Support da, wie bereits gesagt. Sollte ich euch geholfen haben, dann helft mir lieben gerne auch ein bisschen aus. Oder auch ein Like oder auch ein Kommentar. Oder eine Kombination davon oder nichts dergleichen, wenn ihr keine Lust drauf habt. Ich bin euch da auch in diesem Fall nicht böse. Das wär's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fällt euch!